Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Heute reisen wir mit den Sturmbullen zur Sturmküste und treffen uns mit den Konari. Ich habe ein bisschen Angst, dass es eigentlich ein Hinterhalt sein soll, dass sie uns irgendwie angreifen und versuchen werden zu versenken. Ich meine, sie wollen ja auch, dass wir allein kommen in einer kleinen Gruppe ohne Truppen, um angeblich weniger Aufsehen zu erregen, weil sie ja ein Schmugglerschiff jagen wollen. Aber ganz ehrlich, es könnte halt auch eine Falle sein und dann sind wir auf dem Meer und ihnen alleine ausgesetzt. Ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. Aber wir sind hier keine Feiglinge, als werden wir hingehen. Wir haben die Waffenpläne erhalten und ganz in der Nähe eine Imkerei gefunden, die uns mit Bienen versorgt. Als dem Imker von dem Vorhaben berichtet wurde, hat er die Finger zusammengelegt und spöttisch ja natürlich gesagt. Das ist ein wenig irritierend. Bienenschwarm, Sprengfeuer. Okay. Ein neues Waffenrezept. Ein Geschäft mit dem Händlerprinzen abschließen. Ein mindestens 50 Seiten umfassendes Bündel Dokumente erklärt das Handelsabkommen, das die Inquisition mit der Händlerprinzen in Antiva geschlossen hat. Josephine hat folgende Notizen hinzugefügt. Inquisitor, ich bin mit der Vereinbarung, die wir mit dem Händlerprinzen geschlossen haben, mehr als zufrieden. Aber erhalte ich eine Kopie zur Prüfung. Ich denke, ihr braucht dafür 3 Tage Zeit und 2 Dutzend Kerzen. Nun, aber zumindest haben wir immer einen Plus. Dann Sturmküste. Könnt ihr veranlassen, was wir besprochen hatten, Botschafterin? Ja, ich habe das Geld auf. Nicht über den Kartentisch, offenbar. Die Inquisition wird die Familien derer entschädigen, die wir in Haven verloren haben. Ich danke euch. Dann kann ich ja aber die Leute auch wieder losschicken und vielleicht mal drüben in Orle ein paar Leute von mir stationieren. Wie Krieg zwischen Nevara und Tevinter verhindern? Tevinter und Nevara haben gegen die Venatori an den Grenzen ihres Landes gekämpft. Die Kämpfe fanden erst ein Ende, als die Inquisition Soldaten entsandte, die eine scheinbar unvermeidliche Niederlage in einen Sieg verwandelten. Beide Seiten haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, sich diesen Teil des Landes einzuverleiben, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Allein die Gegenwart unserer Soldaten verhindert einen Krieg. Letzteres muss mit allen Mitteln verhindert werden. Im Augenblick sind beide Seiten dankbar genug, um auf unseren Rat zu hören. Sorgen wir also dafür, dass sie ihre Armeen abziehen. Ich werde zu diesem Zweck auf beiden Seiten Druck ausüben und einigen Gefälligkeiten einfordern. Ja, okay. Inquisitor. Da konnte ich gerade gar nicht auswählen, wer hingehen soll. Ein Brief an die Himmelsfeste. Lasst mich der Inquisition zunächst im Namen der Familie vor Südia die herzlichsten Glückwünsche zu ihren vielen Siegen übermitteln. Der Süden von Tedas wurde zwar am heftigsten getroffen, doch wir wissen, dass die Tragödien der jüngsten Zeit uns alle betreffen. Die Bemühungen eurer Inquisition, die Risse zu schließen und den Süden zu stabilisieren, haben auch hier die Lage entspannt. Das Haus vor Südia möchte der Inquisition seine Unterstützung angedeihen lassen. Wir würden uns gerne mit euren Vertretern treffen, um dies offiziell zu machen. Tyrion Veneto, im Namen ihrer Gnaden Herzog Amalia. Und Schreiben von Josephine folgt auf den Brief. Die Forsythias sind eines der großen Adelshäuser in Nevara. Die anderen Adelsfamilien sind gespalten in jene, die Pentagasts unterstützen und jene, die frisches Blut auf dem Thron sehen wollen. Die Forsythias haben allerdings stets ihre politische Neutralität gewahrt. Ich bezweifle, dass ihr Angebot völlig selbstlos ist. Es hat durchaus Vorteile, sich mit einer mächtigen Institution zu verbünden. Dennoch, wenn wir ihre Unterstützung annehmen, sichert uns das Verbündete in Nevara, ohne dass wir eine echte politische Aussage treffen müssen. Ja, wir warten mal dann, bis Josephine wieder frei ist. Der Widerstand von Tevinter. Ich habe Kunde von Mevaris erhalten. Wie es scheint, hat ihr kleiner Widerstand Unterstützer gefunden, genau wie sie gehofft hatte. Die Unterstützung besteht jedoch aus idealistischen Magistern ohne echte Macht.
Die wirklich einflussreichen Magister sind eher jene, die ihre Gruppe als Gefahr betrachten könnten. Wenn ich zwischen den Zeilen lese, würde ich sagen, Mevaris steckt in größeren Schwierigkeiten, als sie zugibt. Sie ist klug, aber sie könnte mehr Hilfe gebrauchen. Sonst stirbt der Widerstand, ehe er richtig begonnen hat. Es liegt an euch, aber wenn ihr mich fragt, jeder Feind der Venatori sollte unser Freund sein. Erlaubt mir, dies zu erledigen. Eliminiert einen ihrer Feinde, dann glauben die anderen, sie können sie jederzeit angreifen. Dann wollen wir doch mal sehen. Kallen ist noch unterwegs, glaube ich. Ja genau, der ist noch hier bei den... in der Kirche im Gange. Dann brauche ich gar nicht den Kartentisch. Ich muss ja nur zur Sturmküste reisen, offenbar mit dem Bullen. Dann war ich hier vollkommen umsonst. Questkarte. Weltkarte. Sturmküste. Das nächste Lager wäre hier. Beric und Dorian, obwohl du das Meer nicht magst, ich weiß, du wirst wahrscheinlich seekrank werden. Du kommst trotzdem mit. Upsi. Abgebrochen. Sera stimmt zu? Was? Bei was stimmt Sera jetzt zu? Ach, wahrscheinlich, weil wir ihre Quest abgeschlossen haben am Kartentisch mit den Bienen. Vielleicht können wir ja die Waffe schon herstellen. Und wir haben eigentlich auch noch ein Rezept für einen anderen Trank. Also schön. Unser Konari-Kontakt müsste hier irgendwo sein. Da ist er. Schön, euch wiederzusehen, Hisrat. Gat! Als ich zuletzt von euch hörte, wart ihr noch in Seheron. Sie haben irgendwann beschlossen, dass ich inzwischen ruhig genug bin, um wieder auf die Welt losgelassen zu werden. Boss... Das ist Gut. Wir haben in Seheron zusammengearbeitet. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, Inquisitor. Hisrat schreibt in seinen Berichten, dass ihr gute Arbeit leistet. Der eiserne Bulle heißt Hisrat? Unter dem Kuhn führen wir Titel, keine Namen. Mein Titel war Hisrat, weil ich mit geheimen Aufgaben betraut war. Übersetzt heißt es so viel wie Hüter der Illusionen, oder? Lügner. Die Übersetzung ist Lügner. Man kann auch alles schön reden. Deutlich müsst ihr das auch nicht sagen. Hüter der Illusionen. Ach ja, ich dachte, Beric sei der Spezialist für blumiges Lügen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Hoffentlich hilft das beiden Völkern. Tevinter ist auch ohne den Einfluss dieses Venatori-Kultes schon gefährlich genug. Ja, das sind allesamt versaute, dekadente Grobiane. Ich bin sicher, unter dem Kuhn hätten wir es alle viel besser. Bei mir war es so, nachdem ich die Kunari aus der Sklaverei in Tevinter befreit hatten. Ich war damals 8. Das Kuhn ist nicht perfekt, aber ich verdanke ihm ein besseres Leben. Ja, ein Leben ohne freien Willen und unabhängige Gedanken. Was für eine Verbesserung. Über den Krieg zwischen euren Ländern zu streiten, hilft niemandem weiter. Ich bin nicht hier, um irgendwen zu bekehren. Ich will nur verhindern, dass dieses rote Lyrium Minrathus erreicht. Mit diesem Zeug könnten die Winds ihre Sklaven in eine Armee magischer Mutanten verwandeln. Wir könnten Seheron verlieren und erleben, wie eine riesige Armee aus Tevinter hierher marschiert. Das sehen die Benasrat genauso. Darum sind wir hier.
Unser Schlachtschiff ist außer Sicht und Reichweite irgendwelcher Venatori-Magier an der Küste. Wir schalten also erst die Venatori aus und geben dann dem Schlachtschiff ein Signal, damit es das Schmugglerschiff versenken kann. Was denkt ihr, Bulle? Schwer zu sagen. Ist ziemlich undankbar, den Angriff eines Schlachtschiffes zu sichern. Dabei kann eine Menge Scheiße passieren. Wenn eure Späher die Anzahl der Feinde unterschätzen, sind wir tot. Können wir die Venatori-Magier nicht kaltstellen, verlieren wir das Schiff. Das Ganze ist riskant. Riskanter als zuzulassen, dass rotes Lyrium Minrathus erreicht? Auf dem Schiff könnten ebenfalls Venatori-Magier sein, wenn das Schlachtschiff nicht mit ihnen fertig wird. Ich bezweifle, dass auf dem Schiff mehr als 2 oder 3 Magier sind. Und die sind spätestens nach dem 3. Schuss tot. Ein 30 Venatori, die das Schiff aus einer sicheren Deckung an Land angreifen, könnte allerdings ernsthaften Schaden verursachen. Ich habe halt auch Angst, dass sie sich selbst überschätzen. Wenn es für das Schlachtschiff in der Nähe der Küste zu gefährlich ist, warum greift ihr die Schmuggler dann nicht auf offener See an? Weil jedes vernünftige Schmugglerschiff einem Schlachtschiff auf offener See mühelos entkommt. Deshalb müssen wir sie in der Nähe der Küste erwischen. Mit der Hauptstreitmacht der Inquisition hätte ich die Venatori wegfegen können. Warum haben wir sie nicht benutzt? Weil die Venatori euch gesehen hätten und geflohen wären. Dann hätten sie später eine neue Lieferung arrangiert, von der unsere Spione vielleicht nie erfahren hätten. Die Sache ist riskant, ja. Aber das ist unsere beste Chance, dem Lyrium-Schmuggel dauerhaft einen Riegel vorzuschieben. Also schön, halten wir unseren Teil der Abmachung ein. Meine Spione haben 2 mögliche Standorte ausgemacht, von denen aus die Venatori die Küste überwachen könnten. Hier und hier. Wir müssen uns trennen und beide Positionen gleichzeitig angreifen. Ich komme mit euch, Boss. Krem kann die Sturmbullen anführen. Ich erkläre ihm alles. Kommt zu mir, wenn ihr marschbereit seid. Okay. Muss aber sagen, das klingt jetzt eher... Ich weiß nicht. Ich vertraue den Kunari irgendwie nicht so richtig. Aber es heißt auch, dass es nicht wirklich eine Seeschlacht wird. Also Dorian, du behältst trockenen Boden unter den Füßen. Naja, trocken vielleicht nicht, aber Boden unter den Füßen. Ich werde mal speichern, bevor ich den Angriff starte. Sobald sie erledigt sind, gibst du dem Schlachtschiff das Signal, dass es sich gefahrlos nähern kann. Geht klar, Häuptling. Denkt daran, ihr müsst sofort voll draufgehen, aber lasst euch nicht auf einen Fernkampf ein. Die haben Magier. Kein Problem, wir haben unsere eigene Magierin. Ich bin keine Magierin. Erledigt ihren Verzauberer im Nahkampf, bevor er das Schlachtfeld übernimmt. Er wird tot sein, bevor er es merkt. Aber... seid vorsichtig, ja? Die Winds sind verdammt scharf auf dieses rote Lyrium. Ja, ich weiß. Danke, Mama. Kunari haben keine Mütter. Schon vergessen? Wir kommen schon klar, Häuptling. Also gut, Sturmbullen. Hörner hoch! Hörner hoch! Von mir aus kann's losgehen, Boss. Okay. Dann wollen wir mal... Ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt ohne den Bullen hier... angreifen müssen, weil der mit seiner Truppe gegangen wäre. Ich bin bereit zum Aufbruch, Bulle. Alles klar. Sturmbullen! Macht kurzen Prozess mit ihnen. Wenn das hier vorbei ist, gehen die Getränke auf mich. Ich will nicht, dass eine Gruppe stirbt. Los jetzt, Sturmbullen! Bewegt euch! Aber irgendwas wird doch schief gehen. Aber so eine Gruppe... Ihr habt euren Sturmbullen das einfachere Ziel gegeben. Findet ihr... tiefer gelegen und weiter von dem Schmugglerschiff entfernt? Mit heftiger Gegenwehr ist dort wohl kaum zu rechnen. Tja, dann übernehmen wir wohl mal wieder die Hauptarbeit. Wie in alten Zeiten. Nun, dann sind sie zumindest sicherer. Wenn's in Sicht. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Yeah!
Ganz ehrlich, ich übernehme gerne die Drecksarbeit, die Hauptdrecksarbeit. Wenn dafür die Sturmbullen in Sicherheit sind. Upsi. Schnell und gründlich. Ihr sehnt euch gewiss nach Tevinter zurück, Magier. Hier gibt es keine Soldaten, die euch bewachen. Keine Sklaven, die euch bedienen. Es ist eher die befremdliche Mode hier, die mir Angst macht. Ihr habt doch keine Ahnung, was Angst ist. Habt ihr vor, es mir zu erklären? Nein. Ihr dient der Inquisition. Und die Ben Asrat wollen eine Allianz. Das ist fürs Erste genug. Ich wollte gerade sagen, ihr streitet nicht untereinander, wenn wir hier gerade am selben Ziel arbeiten. Aber wir haben hier keine Zeit. Und ganz ehrlich, ich mag's nicht, wenn man auf meinen Freunden rumhakt, egal woher sie kommen. Und Dorian war bisher immer loyal und hat mich unterstützt und mir den Hintern gerettet, mehrmals. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich nicht auf Gats Seite. Wir haben es geschafft, Guts. Gut, ich gebe jetzt das Signal. Die Sturmbullen sind auch soweit. Seht ihr sie da unten? Ich wusste, ihr gebt ihnen die leichtere Aufgabe. Da ist das Schlachtschiff. Ach, das weckt alte Erinnerungen. Nicht übel. Mist. Wenn ihr sie jetzt warnt, haben sie genug Zeit, sich zurückzuziehen. Ja. Eure Männer müssen diese Position halten, Bulle. Wenn sie das tun, sterben sie. Und wenn sie es nicht tun, erobern sie die Venatori zurück und das Schlachtschiff ist verloren. Ihr werft dadurch eine Allianz der Inquisition mit den Kunari weg. Ihr erklärt euch selbst zum Tal the Shoth. Durch eure Nähe zur Inquisition halten euch viele Ben Asrat schon für einen Verräter. Ich trat für euch ein, Hisrad. Ich sagte ihnen, ihr werdet nie ein Tal the Shoth. Sie sind meine Jungs. Ich weiß. Aber ihr müsst tun, was richtig ist, Hisrad. Für diese Allianz und für das Kuhn. Ich kann die Jungs nicht sterben lassen. Das geht einfach nicht. Tut mir leid. Blast zum Rückzug. Nein. Sie ziehen sich zurück. All die Jahre, Hisrad. Und ihr werft alles weg, was ihr seid. Wofür? Für das? Für sie? Sein Name ist Eiserner Bulle. Ja, mag sein. Sie kommen nie im Leben aus der Reichweite. Gleich ist es vorbei. Bulle, wenn das Schlachtschiff sinkt. Sinkt? Kunari-Schlachtschiffe sinken nicht. Ah, kommt schon. Gehen wir zu meinen Jungs zurück. Ich finde halt trotzdem, es war die richtige Entscheidung. Auch wenn das jetzt nicht zu einer Allianz mit den Kunari geführt hat. Und sie bestimmt sehr sauer auf uns sein werden. Aber ganz ehrlich, die Sturmbullen waren mir da wichtiger. Und die eigenen Leute gehen vor.
Hey, Boss. Inquisitor, es ist meine Pflicht, euch mitzuteilen, dass es keine Allianz unserer Völker geben wird. Und das tut mir aber leid. Wir keine Berichte der Ben Asrat von eurem Talvashoth-Gefährten mehr erhalten. Habt ihr Befehl, mich zu töten, Guts? Nein. Die Ben Asrat haben schon einen guten Mann verloren. Sie würden nur ungern einen zweiten verlieren. So viel dazu. Ja, schon. Naja, ist es wieder so, dass vieles richtig ist. Ich würde gerne fragen, wie es ihm geht. Wir brauchen aber auch neue Quellen und ihr habt das Richtige getan. Geht es euch gut, Bulle? Ja. Ich schätze, ich werde mehr freie Zeit haben, jetzt, wo ich keine Berichte mehr schreiben muss. Bulle. Boss, ich muss das alles erst verarbeiten, ja? Und zwar alleine. Du kommst spät. Warum ist er denn dagegen, wenn man fragt, wie es ihm geht? Der Kampf mit diesen Winds in den Knochen. Schön, euch zu sehen, Inquisitor. Dieser Kampf gegen die Venatori war etwas brenzlig. Wir wussten, dass ihr und der Häuptling uns den Rücken freihaltet, euer Gnaden. Der Häuptling hat den Sturmbullen heute Abend sogar ein fast chasindisches Sackmet spendiert. Verdammt, Cram! Das musst du dem Inquisitor wirklich nicht auf die Nase binden. Tut mir leid, Häuptling. Ach, vergiss es. Ist schon gut. Mann, da will man, man will sich so nur erkundigen, wie es den Leuten geht. Warum sind sie denn dagegen? Training und noch mehr Training. Das heißt, alles, was ich gerade verdient habe, ist halt wieder weg. Weil ich gefragt habe, wie es ihm geht. Das ist ein Blödsinn einfach. Es ist mir wie immer eine Freude. Ich wüsste gern mehr über die Sturmbullen. Sie sind gut und bestens gelaunt, seit wir es diesen Venatori gezeigt haben. Außerdem sind sie froh, noch am Leben zu sein. Was wollt ihr wissen? Ich würde gerne mehr über Cram erfahren. Er ist ein guter Soldat und ein noch besserer Stellvertreter. Die Jungs brauchen jemanden, bei dem sie sich ausholen können, wenn ich mal wieder zu hart zu ihnen war. Dafür ist er genau der Richtige. Und ihr habt kein Problem damit, dass er aus Tevinter stammt? Ach, was? Aber ihr hasst die Winds. Schon. Aber er ist kein Wind. Er ist einfach Cram. Ich kann mich hervorragend über eine Gruppe oder ein Land aufregen, aber über Personen? Es ist viel zu viel Arbeit, sie alle einzeln zu hassen. Dann sollte man das fragen. Es ist doch eigentlich egal, aber hat egal. Habt ihr kein Problem damit, dass er eine Frau ist? Er ist keine Frau. Hört zu, ich habe Hörner. Ihr habt spitze Ohren, diese riesigen, merkwürdigen Elfenaugen. Da sind wir wohl kaum diejenigen, die darüber entscheiden sollten, was normal ist. Cram ist ein guter Mann. Und es kümmert mich einen Nacktdreck, ob es ihm ein bisschen schwerer fällt, im Stehen zu pissen. Hm. Die Einstellung mag ich immer wiederum an ihm. Aber warum hast du gehasst, dass ich frage, wie es dir geht? Wie habt ihr die Truppe ins Leben gerufen? Es ist leicht, sich als Söldner einen Namen zu machen, wenn man einen Kopf größer ist als die meisten. Ich habe ein oder zwei Jahre für Fischers Blutjäger gearbeitet. Aber ihr Hauptmann war ein kompletter Idiot. Ich dachte mir, das kann ich besser. Und da die stärksten Kämpfer der Blutjäger derselben Meinung waren, haben wir uns abgespaltet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Fischer damit einverstanden war. Er ist auf mich losgegangen. Ich habe sein Schwert zerbrochen. Und dann haben wir die Sache bei ein paar Flaschen Schnaps geklärt. Was waren die verrücktesten Aufträge, die ihr je angenommen habt?
Abgesehen von diesem hier? Es gibt eine Menge Gewalt zwischen den hiesigen Adligen, aber das ist nur das Übliche. Richtig lustig wird es, wenn sie feiern. Sie wollen sich immer gegenseitig beeindrucken und das heißt, sie brauchen etwas ganz Besonderes. Wir haben Wyvern gejagt, uns auf der Suche nach irgendwelchem alten magischen Müll durch Höhlen gekämpft und einmal sogar Riesenköder gespielt. Wie spielt man denn Riesenköder? Da war dieser alte Kerl Comte von Chess, der irgendeine Aufführung plante. Aber er brauchte dafür einen Riesen, der wiederum in einer Höhle war. Er kannte irgendeinen seltenen Zauber, um den Riesen zu kontrollieren, wäre aber nie im Leben selbst in diese Höhle gegangen. Also sind wir rein. Wir haben ein paar Spinnen getötet, den Riesen aufgespürt und ihn geweckt. Er hat uns natürlich angegriffen, war ja klar. Also haben wir uns von dem fetten Bastard nach draußen jagen lassen, wo Vanchesse gewartet hat. Das war euer Plan? Euch von einem Riesen jagen zu lassen? Ja, wir mussten außerhalb seiner Reichweite bleiben, aber doch nah genug, damit er nicht aufgibt. Das war ganz schön knifflig. Das Gute ist aber, dass Riesen langsam sind. Solange meine Jungs an der Spitze die Spinnen erledigt haben, war alles bestens. Das Blöde allerdings ist, dass einen riesige Spinnennetze doch ein bisschen mehr aufhalten, als man vermuten möchte. Aber zumindest hat Comte Branchesse seinen Riesen für die Aufführung bekommen. Mehr oder weniger. Der Zauber hat nämlich nicht funktioniert und der Riese hat den armen Kerl gefressen. Aber was soll's, wir wurden trotzdem bezahlt. Ach, großartig. Chaos, ich liebe es. Ihr habt wirklich die unterschiedlichsten Leute in eurer Gruppe. Ich weiß. Naja, wenn man in Orléans ist und wie ich aussieht, darf man eben nicht wählerisch sein, wen man aufnimmt. Viele von ihnen wurden von anderen Gruppen abgelehnt, die kein Klingenohr oder einen verrückten Zwerg haben wollten. Ihr Pech. Bei mir ist jeder willkommen, der mir im Kampf den Rücken frei hält und sich behaupten kann. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Ein Jammer, dass aus der Allianz mit dem Volk des Häuptlings nichts geworden ist. Er hat noch nichts gesagt, aber er spürt es. Die ist auf dem Stuhl stehen. Ich würde gerne über euch sprechen, wenn es euch nichts ausmacht. Ihr wisst, ich stamme aus Tewinter. Ich war zwar keine Sklavin, aber selbst normale Bürger haben es dort schwer, wenn sie keine Magier sind. Ich war ein Soldat, aber Frauen ist in der Armee eine andere Rolle zugedacht. Als sie mir auf die Schliche kamen, wurde es schwierig. Also bin ich geflohen, traf Bulle an der Grenze und bin schließlich hier gelandet. Nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe, aber es geht. Wie ist das Leben in Tewinter? Ich meine für jemanden, der kein Sklave oder Magier ist. Ich gehöre zu den Soporati, Bürgern, die keine Magier sind. Die Magier haben das Sagen und alle wissen es. Aber ein wohlhabender Händler kann ein angenehmes Leben führen. Die einfachen Leute versuchen einfach nur, nicht versklavt zu werden. Mein Vater war ein Schneider. Ich schloss mich der Armee an, nachdem ihn die kaiserlichen Sklaven ruiniert hatten. Ihr habt gesagt, ihr hättet Tewinter verlassen, als sie euer Geheimnis entdeckten? Frauen dürfen zwar dienen, allerdings nur in bestimmten Rängen und Truppengattungen. Ich sollte befördert werden. Aber der Heiler, den ich bestochen hatte, damit er mein Geschlecht bestätigt, wurde zu einem kranken Magister gerufen. Als sein Vertreter bemerkte, was in meiner Hose ist oder eben nicht, drohte er mir. Plötzlich hieß es Sklaverei oder Tod für mich. Also schlug ich ihn nieder und floh. Es ist verboten, sich als Mann auszugeben? Bei der Aufnahme in den kaiserlichen Dienst zu lügen, ist ein Verbrechen, das mit einer harten Strafe oder Sklaverei bestraft wird. Der Heiler bot mir an, für 10 Silberlinge würde er dem Tribun sagen, ich wäre verrückt. Ein verwirrtes kleines Mädchen. Das war der Moment, in dem ich ihm eine verpasst habe. Ich hatte bereits einige Jahre gedient und einen harten Schlag. Warum habt ihr beschlossen, als Mann zu leben? Ich habe gar nichts beschlossen. Ich war mein ganzes Leben so. Meine Eltern wollten mich verheiraten. Sie haben versucht, einen netten Kaufmannssohn für mich zu finden.
Jeden Tag, an dem ich ein Kleid trug, sah ich in den Rasierspiegel meines Vaters und hasste mich. Wie hat eure Familie auf das alles reagiert? Meine Mutter wollte mich rauswerfen. Sie sagte, wenn ich nicht reich heirate, wäre die Familie zur Sklaverei verdammt. Später war sie froh über das Geld, das ich als Soldatin nach Hause schickte. Nicht, dass das am Ende eine Rolle gespielt hätte. Mein Vater, als ich klein war, hielt er mir immer seinen Spiegel hin, damit ich so tun konnte, als würde ich mich rasieren. Genau wie er. Er hat nie etwas gesagt, aber ich denke, er wusste Bescheid. Wenn ihr zaubern könntet, würdet ihr euer Geschlecht dann ändern? Was? Nein. Ich lasse keine Magie näher als 10 Meter an meinen Körper. Als ich jünger war, ich weiß nicht. Törichte Träume haben wir doch alle. Aber in Tevinter können solche Träume tödlich sein. Bulla hat mir zu einem guten Leben verholfen. Eine hübsche Rüstung, ein gut platzierter Strumpf, mehr brauche ich nicht. Wir unterhalten uns später. Schade, dass es in dieser Region offenbar dieselben Probleme gibt wie in der Realität. Warum sind Menschen so? Warum lasst ihr Menschen nicht immer so sein, wie sie sein wollen, wenn sie da euch damit nicht schaden? Was geht's euch eigentlich an? Genau. Wir haben das mit dem Bullen erledigt. Jetzt leider war er am Ende dann doch sauer. Weil wir gefragt haben, wie es ihm geht. Aber nun... Ist immer noch unsicher da draußen. Wollt ihr etwas mit mir besprechen? Na, nichts Neues. Dann könnten wir doch mal schauen, was jetzt noch so als neue Quest verfügbar wäre. Tagebuch und Quest. Mit Blackwall zur Sturmküste reisen. Vier Artefakte fehlen uns da noch. Marsch durch Vechiellen. Jetzt soll es den Geist in den erhabenen Ebenen. Mit Rarik die zwei letzten roten Lyrium-Quellen aufspüren, wäre eigentlich das, was ich gern machen würde. Wobei, erstmal den Steinbruch. Erstmal das Ding mit dem Steinbruch. Ging das über die Questkarte direkt oder über den Tisch? Offenbar über den Tisch. Okay. Machen wir doch das mit dem Steinbruch endlich, damit Kallens Aufgabe erledigt wird. Wo war das denn? Wir dürfen die Ausbildung unserer Soldaten nicht vernachlässigen. Dasselbe gilt auch für die Straßen. Unsere Verbündeten können wohl schlecht denselben Weg durch die Berge nehmen wie wir. Nicht hier, dann doch in Orle. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Wo war denn das? Die Festung war doch verlassen, als wir hier eingetroffen sind. Von wem hat sie dann den Namen Himmelsfeste? Solis zufolge ist sie durch so viele verschiedene Hände gegangen, dass sich nicht mehr sagen lässt, wer sie ursprünglich erbaut hat. Ich habe gelesen, das Haus Armitage habe vor 5 Zeitaltern hier in der Gegend eine Festung errichtet. Aber sämtliche Aufzeichnungen sind verloren. Also nichts davon ist das, was ich suche. Ich muss nochmal genau gucken, wo ich da hin muss. Das ist ja seltsam. Den
Sarnia Steinbruch. Attackiere den Sarnia Steinbruch. Der Sarnia Steinbruch. Empris de Lyon. Empris de Lyon. Muss ich das erst erkunden? Und wo ist Empris de Lyon? Gibt es Neuigkeiten über Risse außerhalb der Reichweite der Inquisition? Ja, und es sind alles andere als gute Neuigkeiten. Meine liebste Josephine, den Hügeln von Empris de Lyon droht Ungemach. Eine Magd, die kürzlich aus Sarnia zurückkehrte, wo sie ihren Onkel besucht hatte, berichtete von schroffen, behelmten Männern im riesigen Steinbruch und von seltsam roten Kristallen auf den nahegelegenen Feldern. Da ich rotes Lyrium vermutete, entsandte ich einige Männer, um der Sache nachzugehen. Doch die Brücken in das betroffene Gebiet waren allesamt zerstört worden. Von roten Templern möchte ich wetten. Wenn wir nicht rasch handeln, sind die Hochlande für uns verloren. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten, meine Liebe. Grüßt eure Familie von mir. Ich bete dafür, dass sich diese Winterstürme des Chaos legen mögen und wir uns im Frühling wiedersehen. Euer treuester Freund und Verbündeter. Irgendwelche Neuigkeiten? Bisher nicht. Der Fluss Elfenblut, ist nach einer für die Jahreszeit ungewöhnlich Kältewelle zugefroren. Elfenblut, wer nennt denn bitte den Fluss Elfenblut? Wir werden tapfere Soldaten und robuste Reittiere brauchen, aber das ist der einzige Weg in die Berge. Na dann. Vielleicht können wir da auch tatsächlich die Quest von Varric mit abschließen, wenn es da wirklich rotes Lyrium gibt. Wir sind nach Sarnia durchgebrochen. Nicht zu verwechseln mit Narnia. Sperrin Harding hat die Vorhut begleitet, um ein Lager einzurichten. Laut ihrer ersten Berichte bereitet sich das Brudelöhrum aus. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht, aber ich dachte, ich hätte mich richtig entschieden. Man hat die Sturmpullen gerettet. Mann. War es nicht richtig, die Sturmbullen zu retten? Für mich war es richtig, sie zu retten. Inquisitor. Sperrin Harding. Wir stehen vor Sarnia. Das ist alles, was von der Stadt übrig ist. Wer Glück hatte, ist rausgekommen, bevor der Fluss gefroren ist. Und der Rest? Eingepfercht zwischen Rissen ins Nichts und roten Templern. Wir sind die ersten freundlichen Gesichter, die sie seit langer Zeit sehen. Wie konnte ein ganzer Fluss so schnell zufrieren? Es ist sehr schnell sehr kalt geworden. Sarnia verschifft alles über den Fluss. Waren, Lebensmittel. Damit hatte niemand gerechnet. Die roten Templer in der Gegend müssen vernichtet werden. Ich wusste, wir können auf euch zählen. Die roten Templer greifen immer wieder an. Sie wollen Empris de Lyon einnehmen, unbedingt. Wir sollten da rausgehen und es ihnen wieder wegnehmen. Schnee. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Ich will doch, dass es meinen Jungs gut geht und den Bullen scheint es jetzt gerade nicht gut zu gehen. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen.
Quartiermeister. Alter, wieso muss die Benachrichtigung so laut sein? Okay, wir sind komplett ausgerüstet. Zeig mir mal die Karte. Ich freue mich ja immer, wenn wir in neuen Gebieten sind. Was Neues zu sehen ist immer schön. Was sollten wir schließen? Sarnias Verderben. Die Bewohner Sarnias sind in Sorge, sowohl wegen der Naturgewalten als auch wegen der Roten Templer, die die Kontrolle in den Regionen übernommen haben. Okay, die Dorfbewohner, der Riss. Den Riss werde ich ja wohl kaum übersehen können. Ah, die Gegend sieht schön aus. Bisher aber auch sehr geradlinig. Gibt's hier was im... Nö? Nö. Okay, eingestürzt. Gibt's mir nicht mehr so viel. Als wären die Kälte und der Schnee nicht schon bedrückend genug. Kälte und Schnee? Was findest du daran bedrückend? Oh, wie konntest du ihn nur fallen lassen? Was? Törichtes, tollpatschiges Ding. Mama hat dir den Ring anvertraut, als sie starb. Jetzt werden die Templer ihn kriegen. Die Templer sind böse. Dämonen mit vertrauenswürdigen Gesichtern. Sie werden das kleine blaue Haus finden und sie werden den Ring finden. Dummes Mädchen, wie konntest du nur... Eine hingekritzelte Nachricht. Rianne, ich brauche dringend mehr von diesem Dalish-Käse, den du letztes Jahr auf Lager hattest. Was ist daraus geworden? Er stammt nicht wirklich von den Dalish, oder? Als neulich ein paar ihrer Jäger im Dorf waren, um zu handeln, habe ich sie danach gefragt. Aber sie haben mich nur angesehen, als würde mir ein Baum aus dem Kopf wachsen. Was auch immer es ist, sag Bescheid, wenn du mehr davon bekommst. Ich würde alles dafür geben, wieder diesen Geschmack auf der Zunge zu haben. Okay, für sie müssen wir offenbar irgendeinen Ring finden in einem kleinen blauen Haus. Oh, Erbauer, wie konntest du das nur zulassen? Mein kleiner Bruder ist im Krieg. Und nun hast du mir auch noch meinen geliebten Louis genommen. Warum, oh Erbauer, warum? Ich kann mit dir nicht reden. Also kann ich für dich auch keine Quest annehmen. Getrocknete Bohnen und Radieschen. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel zu lesen. Ah, die Inquisition. Ihr wart uns eine große Hilfe. Ich tue, was ich kann. Das alles ist zum Teil auch. Wer ist sie? Die Roten Templer sind hier, weil ich ihnen in meiner Torheit den Steinbruch meiner Familie verkauft habe. Sie haben sämtliche Arbeiter verschleppt. Wir haben sie seit Wochen nicht mehr gesehen. Doch das genügt ihnen nicht. Sie kommen immer wieder und entführen weitere Leute. Und es gibt nichts, was ich dagegen... Nun, wir werden die Templer einfach töten. Wie konntet ihr den Roten Templern nur Land verkaufen? Ich wusste nicht, wer sie waren. Ich schwöre es bei Andrastes Scheiterhaufen. Sie sahen wie Ritter aus, wie Chevaliers. Es hat sich alles so gut angehört. Sie sagten, sie wollten den Steinbruch neu in Betrieb nehmen, um wieder Arbeit und Handel nach Sarnia zu bringen. Seit der Krieg begann, kämpfen wir ums Überleben. Wie hätte ich ihr Angebot da ablehnen können? Eine Zeit lang lief ja auch alles gut. Die Leute gingen zur Arbeit, sie wurden bezahlt. Doch dann kamen sie plötzlich nicht mehr nach Hause. Anschließend zeigten die Roten Templer ihr wahres Gesicht. Was meint ihr damit, dass die Roten Templer Arbeiter verschleppen? Die Leute verschwinden einfach. Als erstes diejenigen, die im Steinbruch gearbeitet haben. Dann begannen sie, Leute aus ihren Häusern zu entführen. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Ich habe nur dafür gebetet, dass sie mich und meine Familie in Frieden lassen. Das ist sehr mysteriös. Wollen sie die etwa auch umbringen und
zu Geistern machen oder besessen lassen. Bei den Arbeitern aus der Mine hätte ich halt erwartet, die sind irgendwann auf rotes Lyrium gestoßen und sind dann verrückt geworden. Aber dafür würden sie ja keine Leute aus den Häusern entführen. Wir müssen erstmal irgendwie aus dieser Stadt rauskommen. Die Sounds sind jetzt eher nicht so einladend. Das macht einem schon irgendwie eine Gänsehaut. Der See ist so wie unfassbar schön sieht denn das bitte aus. Mit dem zugefrorenen See. Und dann liegt da noch so ein eingefrorenes Schiff. Wie schön das alles ist. Ich meine, schaut euch dieses Gebiet jetzt zum Beispiel an im Vergleich zu den erhabenen Ebenen. Das ist doch kein Vergleich. Tag 1. Ich bin ihrer Spur bis an den Rand des Hochhains gefolgt. Ich weiß, sie ist hier irgendwo. Ich spüre es. Tag 2. Sie ist mir entwischt, dieses gerissene Biest. Jäger und Gejagte drehen sich umeinander. Es ist ein Spiel, ein Tanz, ein Ritual. Ohne das wäre es nicht dasselbe. Tag 4. Ihre Spuren führen zu den Ruinen. Vielleicht will sie sich ausruhen. Ich brauche das Überraschungsmoment, also lasse ich alles Überflüssige zurück. Um schnell und leise zuschlagen zu können. Diesmal entkommt sie mir nicht. Um wen geht's denn? Da ist einer der Magier, hinter denen Cassandra her ist. Yay. Schleichangriff. Das Totenbeschwören finde ich schon mega praktisch, weil man da halt zeitweise echt einfach einen Mann mehr hat. Ein Problem weniger, um das sich Cassandra Sorgen machen muss. Fehlen nur noch 2 ausgeschaltete Ziele. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, wo ich das herbekomme. Wieso bin ich so? Wieso sage ich immer, oh, ich muss das googeln bei der nächsten Aufgabe, bei der nächsten Aufnahme? Und dann mache ich es doch nicht. Aber ganz ehrlich, nach den erhabenen Ebenen freue ich mich, wenn da mal ein Gebiet weniger offen ist, also weniger breit, etwas schmäler. Hey, weil wisst ihr, ich wollte euch eigentlich leben lassen. Aber ihr wolltet das offenbar nicht. Dabei seid ihr so schöne Tiere. So schade, dass ich euch töten muss.
Jorofeus für deinen Arsch. Sagt ihr noch, wenn da schon tot zermatscht mit zerteilten Gehirn auf dem Boden liegt? Schade, dass ich das rote Lyrium nicht zerstören kann. Wo ist hier das? Ich meine, das sieht wunderschön aus. Ich suche nur gerade den Aussichtspunkt. Aber vielleicht ist er auch oben und wir kommen da eigentlich gerade gar nicht dran. Oder ist halt unten. Nun, das hier werden die Ruinen sein, vermute ich, die in der Notiz erwähnt wurden. Die Jagd, eine Nachricht, die von wütenden Händen zerrissen wurde, wieder zusammengefügt, lautet sie: Lass mich in Ruhe oder ich schwöre, ich bringe dich um. Okay, der will wohl nicht gefunden werden. Wir haben da jetzt auch keine neue Quest zu bekommen. So, urtümliches rotes Lyrium gibt es hier hinten. Mehr. Dann lass uns doch dorthin gehen. Warum habe ich Schaden bekommen? Manchmal bekomme ich Schaden und ich verstehe nicht woher. Gefühlt hatte ich halt keinen Schaden. Also in-game. Bevor ich ins Menü bin. Und plötzlich habe ich Schaden, als ich aus dem Menü draußen bin. Oh, so viel rotes Lyrium. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Nun, wenn alle wahnsinnig sind, wäre das kein Wunder bei den ganzen roten Lyrium. Schaltet die roten Tempel aus. Ich meine, auf dem Weg zu den roten Templern werde ich ja wahrscheinlich auch noch mehr rotes Lyrium treffen. Und da lässt sich das doch bestimmt miteinander kombinieren. Die haben doch sicher nach nichts anderem als roten Lyrium gegraben. Das sind ganz schön viele rote Templer. Ja.
Gut, dass die Rundentempler nichts können. Mehr rotes Lyrium. Fasst es lieber nicht an. Mir wurde gar nicht auf der Karte angezeigt. Ihr seid jetzt ein freier Mann, Telveshot. Ja. Ich genieße mein Leben in vollen Zügen. Da denkt ihr vielleicht, ich bin jetzt ein noch geheimerer Spion? Depesche der Roten Templer. Die Inquisition ist in der Gegend. Schlagt rasch, du lässt sie nicht durch. Ich denke, ihr habt euch letztlich entschieden, wer euch wichtiger ist. Euer Volk oder eure Leute. Ja, das könnte hinkommen. Ihr habt euch richtig entschieden. Beim Erbauer. Das denke ich halt auch. Ich meine, ganz ehrlich, was kann denn einem wichtiger sein als die eigenen Leute, die für dich jederzeit in den Tod gehen würden? Die einfach ihr Leben anvertrauen, auch andererseits. Für mich gehen meine Leute immer vor. Ich meine, es gibt nichts Wichtigeres als die Leute, die immer hinter dir stehen. Wie komme ich denn dahin, wo ich hin muss? Ich meine, von hier aus ja auch immer nicht. Oder hinten, wo wir eben waren, ging es auch nicht weiter. Ja, nee, hier auch nicht. Genau, hier sind wir jetzt wieder da, wo wir vorhin gestartet sind. Zumindest haben wir Holz für unsere Truppen gefunden. Ich glaube, wir müssen halt noch weiter hoch. Alphonse-Passage. Also ist das tatsächlich was, wo man hinkommen soll? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man hier hin soll. Nee. Never war das hier so gedacht. Geht sie auch nicht hoch. Ich bin verwirrt.
Ich gehe da einfach mal erstmal weiter. Hier gibt's Silber. Dieses rote Lyrium ist warm. Da friere ich doch lieber, bevor ich dieses Zeug anfasse. Warmes rotes Lyrium. Also nochmal ein anders mächtiges Lyrium? Na, was genau hat das zu bedeuten? Hier waren auch schon Dalish. Die Dalish waren gefühlt auch überall. Hier geht's nicht weiter. Geht's hier in dieser Höhle überhaupt weiter? Ich hatte das halt erwartet, weil ich keinen anderen Weg gesehen hatte. Ah, hier geht's noch weiter. Das ist aber auch schön. Mit den Stalaktiten. Sie dürfen nicht siegen, ja. Hättest du das mal vertraglich festgehalten? Was ist denn hier passiert? Wie sind die denn da oben eingefroren? Was ist das für eine seltsame Pyramide? Eine Warnung, Finger weg von meiner Pyramide. Was zur Hölle? Kann ich die zerstören? Was das sein soll. Ich kann damit aber auch nicht mehr interagieren oder so. Es ist skurril. Und faszinierend, aber auch sehr skurril. Ich mag die Gegend hier. Mit den Stalaktiten und dazwischen das rote Lyrium. Dieser Gegensatz von Rot und Weiß. Das Rot, was eher bedrohlich aussieht. Und dann dieses reine Weiß. Yeah.
Das sieht nach einem dicken Ding aus. Alles, was wir an Status verändern in Sachen haben, bitte einfach mal draufballern. Wie das immer so schreien muss. Ach, das waren noch gar nicht die roten Templer am Drakons-Gedöns. Das waren einfach irgendwelche anderen roten Templer. Wieso darf ich das nicht nehmen? Dann halt nicht. Ich will dieses rote Lyrium zerstören. Wie komme ich denn da hin? Ich nehme an, ihr habt schon viele meiner Landsleute getötet. Klar. Meistens dann, wenn ich dafür bezahlt wurde. Wie bitte? Nie einfach nur zum Spaß? Ich bin hier, oder etwa nicht? Mehr Spaß kann sich ein Mann doch kaum wünschen. Ach da. Alter, was ist das für ein riesiger roter Lyriumbrocken? Wie, Varric stimmt nicht zu. Wobei, wir haben immerhin 12-mal rotes Lyrium zerstört. Danke, jetzt stimmt er zu. Er hat auch ein bisschen gedauert, bis er es registriert hat. Ich freue mich so drauf, wenn ich auch endlich nekromantische Fähigkeiten habe. Ja. Versteckel dich doch nicht hinter dieser Statue, Mann. Halte den Krieger auf. Ja, wir wissen Bescheid. Ich glaube, das waren alle. Depesche der Roten Templer. Wie konnte die Inquisition derart an Boden gewinnen? Setz den Koloss ein. Koloss? Für ein Koloss? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Requirierung. Tisch. Hatte ich nicht irgendwas voll? Ja, okay. Ich halte Wache. Das ist schön für dich. Ah, neue Requirierungsaufgaben. Natürlich. Es gibt neue Berichte. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Großbärenhaut. Ja, irgendwann. So, die nächste Aufgabe ist irgendwo da hinten. Am Knochenturm. Da wäre noch ein Ausrufezeichen.
Ah, der Knochenturm, ich sehe ihn schon. Ah, und die Quest ist da oben. Ja, gut, dann sollte ich erstmal einen Weg nach oben finden. Ich schätze, das werde ich über die normale Straße. Nee! Auf so ein Vieh habe ich doch gerade so gar keine Lust. Lalala. Ich komme da nicht durch, ne? Gebt ihm alles, was ihr habt. Vergiftung. Ich sehe noch keine Vergiftung, Jungs. Der hat auch schon mal mehr ausgepeilt. Moment. So, da bin ich wieder. Ich find's ein bisschen seltsam, dass mein Controller so oft aufgeladen werden muss. Aber nun. Es ist, wie es ist. Das Timing war gerade nur ein bisschen ungünstig. Jetzt bist du dran. Lass Varric und Dorian in Ruhe. Das war der hier. Interessant. Oh. Okay, ich bin hier sogar richtig? Nee. Oh, aber hier geht's zu Erinnerung der grauen Mächte. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit im Tode. Meine Brüder und Schwestern in gemeinsamer Wacht. Ihr habt aus dem Kelch getrunken und seid graue Wächter, obwohl ihr von uns gegangen seid, war euer Blut bei eurem Tod mit dem meinen verbunden. Ich ehre euer Opfer und trage euer Andenken in die Schlacht. Melina von Arlesans, ich gedenke eurer. Leonidi de Prefermöne, ich gedenke eurer. Ordwin, ich gedenke eurer. Okay. Hier waren also graue Wächter stationiert. Valeskas Wacht? Das ist die Höhle hier?
Was gibt es hier? Also mega interessante Statuen von Greifen. Und Untote. Ganz viele Untote. Nun. Was uns in Valeskas Wacht erwartet, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Es ist einiges passiert. Wir haben die Very Quest abgeschlossen. Wir erobern die Schneegebiete hier zurück. Wo sind wir? Empress de Lyon, das Gebiet, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye.